Hello there, Guardians, it's Patty. This video will be in German, but don't worry, because subtitles are available. Hallo, ich bin Patty Gurdy und ich mache Celtic Folk Pop mit meiner Drehleier. Ich habe die Drehleier mit 16 Jahren entdeckt. Zuvor hatte ich zwar schon andere Instrumente gespielt, aber keins war so wie die Leier. Als ich das erste Mal eine Drehleier auf meinem Schoß hatte und zu spielen begann, da merkte ich, wie der Korpus vibriert, als wäre er lebendig. Das war so magisch für mich, dass ich sofort süchtig geworden bin. Ab dem Zeitpunkt war sie mein Instrument. Und da ich irgendwie traurig darüber war, dass im Internet so wenig Informationen über die Drehleier zu finden waren, startete ich meinen eigenen YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal lade ich seit 2016 Informationsvideos über die Drehleier wie auch meine eigenen Musikvideos hoch. Das ist mir auch wichtig, weil die Drehleier ein fast ausgestorbenes deutsches Folk-Instrument ist. Das konnte so nicht weitergehen. Und eines Tages veröffentlichte ich mein Lied The Longing mit einem meiner ersten Musikvideos. Ich bekam so viel Aufmerksamkeit, womit ich wirklich gar nicht gerechnet hatte und war sehr schnell an einem Höhepunkt meiner Karriere angekommen. Denn ich bin eine Selfmade-Künstlerin, die für eine Amazon Prime-Serie produziert hat. Bis heute kann ich nicht fassen, dass sie wirklich Orlando Bloom dazu gebracht haben, zu einem meiner Lieder zu weinen. Ich war im Himmel. Aber dann kam die Flut. Meine Wohnung und mein Musikstudio wurden komplett zerstört. Nur meine Drehleiern haben aus Zufall überlebt. Das war ein Zeichen für mich. Rette, was dir lieb ist und mach weiter. Und dann habt ihr mich gerettet, meine Guardians. Ihr habt mir geholfen, ein neues Studio aufzubauen, sodass ich weiter Musik und Videos veröffentlichen kann. Das war unfassbar herzerwärmend. Je mehr ich mit euch gesprochen habe, wurde mir klar, dass jeder einzelne von euch seine eigene Flut und seine eigenen Schwierigkeiten durchmacht. Also beschloss ich, meine Plattform zu nutzen, um euch mit meiner Musik zu inspirieren und vielleicht auch durch die ein oder andere schwierige Zeit zu bringen. Ihr habt mir das Gefühl gegeben, dass, wenn ich falle, ihr mich in der gleichen Sekunde noch auffangen würdet, ohne nachzudenken. Und das Gleiche möchte ich auch für euch machen, denn ich denke, das braucht jeder. Und dann ging ich letztes Jahr mit meiner Liveband auf Tour, um euch kennenzulernen, aber auch diese Botschaft zu verbreiten. Und dann hörte ich immer wieder aus den verschiedensten Ecken, Patty, geh zum Eurovision! Mir kam die Idee für Melodies of Hope unter der Dusche in Edinburgh, Schottland. Und dann musste ich die Idee 100-mal wiederholen, bis ich fertig mit Duschen war und das Ganze in mein Handy singen konnte. Mit der Idee ging ich zu Hannes Braun und wir haben innerhalb von einem magischen Tag dieses Lied komplett aufgenommen. Und in der gleichen Woche habe ich dann noch das Musikvideo dazu gedreht. Es fühlte sich so an, als wollte der Song einfach raus und seine Botschaft verbreiten. Eine Botschaft der Hoffnung und irgendwie auch der Wiedergeburt, wie es die Drehleier gerade auch erlebt. Denn wenn wir uns drum kümmern, können wir Menschen aus schwierigen Situationen helfen. See this barren land, let's rebuild it the way we imagined it. Our day has come, don't you worry now. May the wind have your back and the sunlight be warm in your day. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Checkt mal die Infobox, da gibt's ein paar Infos. Zum Beispiel auch die Facebook-Fangruppe, in der sich die Guardians zusammenfinden und austauschen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, am 3.3. gibt's mich dann live im Fernsehen zu sehen, beim ESC-Vorentscheid. Schaltet ein. Wir sehen uns. Tschüss. If you want more Gurdy, click here. Special thanks to my Patreon supporters at patreon.com/pattygurdy for making life as an artist possible. See you next time. Bye bye.